Eine spektakuläre Sonderausstellung präsentiert das Paderborner Heinz-Nixdorf Museumsforum vom 18. Januar bis zum 5. Juli 2009. Unter dem Titel Computer.Sport – Technik, die bewegt, wird die Bedeutung aktueller, computerbasierter Hochtechnologie für den heutigen Sport gezeigt. Die Besucher erhalten auf 1000 Quadratmetern spannende und faszinierende Einblicke in die neuesten Entwicklungen. Vieles können Sie selbst ausprobieren und testen. 26 interaktive und 12 Medienstationen stehen bereit. Sie können unheimlich viel selbst machen, Sie können unheimlich viel ausprobieren, Sie können sich auch sportlich an der einen oder anderen Stelle betätigen. So kann jeder zum Moderator in einem Fernsehstudio werden, hochmoderne Sportgeräte aus der aktuellen Forschung bewundern, sich selbst beim Sprint beobachten oder die Anforderungen an einen Biathlonschützen am eigenen Leib erfahren. Eine Weltpremiere ist das sogenannte markerlose Motion Capture. Dabei werden die Körperbewegungen der Läufer bzw. Besucher in Echtzeit erfasst und in dreidimensionale Ansichten umgewandelt und das ohne die bisher notwendigen Marker am Körper. Die aufwendige Inszenierung der Ausstellung reflektiert die Welt des Sports und bietet sowohl Laien als auch aktiven Sportlern zahlreiche Gelegenheiten, selbst aktiv zu werden. Die Bereiche sind mit multimediale Sportwelten, Optimierung von Training und Leistung, Spitzensport durch Spitzentechnik und virtuelle Sportwelten überschrieben. Informationen und Unterhaltungselemente wechseln sich ab. Neben den vielfältigen interaktiven Möglichkeiten beeindrucken Sportobjekte, wie sie von Olympiasiegern und Weltmeistern verwendet werden. Wir möchten den Besucherinnen und Besuchern die neuesten Ergebnisse, die neuesten Entwicklungen im Bereich der Wissenschaft und Hochtechnologie zeigen, aber auf eine Art und Weise, die sie nicht überfordert. Anlass von Computer.Sport ist das 25-jährige Jubiläum der Ahorn Sportpark GmbH. Am 19. Dezember 1983 hat Heinz Nixdorf diese Betreibergesellschaft für das größte multifunktionale Sportzentrum Paderborns gegründet. Mit diesen beiden Komponenten, Computer und Sport, greifen wir die beiden großen Sachthemen auf, die Heinz Nixdorf zeit seines Lebens bewegt haben. Und ich denke, in engster kooperativer Zusammenarbeit durften wir mit den Spitzen des deutschen Sports und mit vielen anderen Einrichtungen Gespräche führen, die ja letztendlich dahin münden, dass wir am 17.01. diese Ausstellung eröffnen dürfen.